Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video, Freunde, schauen wir uns 5 StumbleGuys-YouTuber an, die einen eigenen Skin haben, Leute. Es ist auch dein Lieblings-YouTuber drin, Leute, wie zum Beispiel Lumex. Deswegen schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an. Lasst auf Ehre ein Abo und Like da für die Glocke. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Let's go. Auf Platz 5 befindet sich Braxis. Braxis, ja, Leute? Braxis ist einer der lustigsten Fortnite- und StumbleGuys-YouTuber auf der ganzen Welt. Er ist ja vor allem für seine unterhaltsamen Videos bekannt, in denen er sich nicht zeigt, also in denen er keine Facecam hat. Noch kein einziger Zuschauer weiß, wie Braxis eigentlich im echten Leben aussieht. Denkt ihr, Braxis, Leute, hat einen Skin? Das verlinke ich euch hier oben. Schaut es euch nach diesem Video hier unbedingt auch an. Ich persönlich finde es auf jeden Fall richtig krass, dass Braxis sich noch nie so wirklich gezeigt hat. Weil ich meine, er hat schon viele, viele hunderttausende Fans und die wissen alle nicht, wie Braxis Gesicht aussieht. Wie auch immer, sein Wiedererkennungsmerkmal ist einfach eine Fortnite-Banane. Ich denke, ihr Fortnite-Banane, kennt diesen Skin, der heißt, glaube ich, Charlie-Skin oder so. Fortnite Skin und das immer ist ja auch sein YouTube-Logo. Als Banane. Ich denke, ihr kennt den zwar alle schon, aber ich blende ihn für diejenigen, die es nicht wissen, der Skin jetzt einfach mal ein. Aktuell lädt Braxis ja auch StumbleGuys-Videos auf seinem YouTube-Kanal hoch. Und davon blende ich euch jetzt auch mal einen kurzen Ausschnitt ein. Komm schon, die Prinzessin Braxina! Was okay. Haben die Schönes? Stimmt, Leute. Nein! Es der gibt ja. Ist an uns vorbei. Stimmt. Gerauscht. Es gibt ja den deutschen Bananenskin, also den Bananenskin in StumbleGuys. Special Pack kriege hier. So kriegen wir den. Oh mein Gott! Ich hab den. Oha, Special. Oha, oha. Wie ihr gerade schon gesehen habt, lädt Braxis auch richtig unterhaltsame StumbleGuys-Videos hoch. Und ich finde, man kann sie sich richtig gut anschauen und einem wird nie langweilig. Auf jeden Fall, was hat Braxis jetzt im heutigen Video zu suchen? Naja, er hat einfach einen eigenen StumbleGuys-Skin. Und zwar, denke ich, wisst ihr alle, es gibt in StumbleGuys Special-Skins, legendäre Skins und viele weitere. So, und ihr müsst euch vorstellen, Braxis hat seinen eigenen legendären Skin in StumbleGuys. Und zwar wissen es ja schon einige von euch, in StumbleGuys gibt es einen Skin, die Banane, der so halt, wie eine, ne? Banane oder der eine Banane sein soll. Und jetzt zählt mal eins und eins zusammen. Ja, Braxis spielt StumbleGuys mit einem Bananenskin. Wie heftig ist das denn? Ich finde, dieser Skin passt einfach safe, so gut zu Braxis, eigener Skin. Er könnte ihm eigentlich schon fast gehören. Natürlich wurde er safe wahrscheinlich nicht wegen ihm direkt gemacht, aber es wird noch wilder, denn wir haben heute einfach noch heftigere Skins dabei, darunter einfach einen Lumex-Skin, okay? Deswegen bleibt dran, wir machen jetzt aber Lumex mit Platz 4 weiter. Den vierten Platz hat es heute nämlich Seville geschafft und Seville ist ja auch einer der gehyptesten StumbleGuys-YouTuber aktuell in ganz Deutschland, würde ich sagen. Seville, ja. Er hat ja einen Fortnite-Kanal und einen StumbleGuys-Kanal. Und ihr müsst euch einfach mal überlegen, auch Seville hat seinen eigenen Skin in StumbleGuys. Echt? Anfangs wurde Seville ja vor allem durch Fortnite bekannt. Er hat damals nämlich Fortnite-News und generell so Infovideos halt eben hochgeladen. Seville ist ja auch einer der besten Freunde von iCrimex und Standard-Skin. Und ich persönlich finde seine Videos immer sehr interessant. Die Leute von euch, die auch die ganzen Vlogs von Seville mitverfolgen, beziehungsweise ihnen auch auf Instagram gefolgt sind, die wissen ja auch, dass Seville ein sehr großer Tierliebhaber ist. Also, er liebt Tiere über alles. Er hat unter anderem eine Katze, eine sehr, sehr süße Katze, nicht, dass sogar, eine Katze und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Was geht ab, Leute? Ihr seht schon, heute gibt es ein Real-Life-Video mit meiner Riesenkatze Light. Letztes Mal, wo ihr sie gesehen habt, war der richtig klein. Ich kann es euch mal zeigen, wie groß der LOL, wie groß. Ja, die ist schon groß, ne? Ist schon sehr groß. Die kleine Schwester. Ja, ist schon sehr groß. Komm mal kurz her, dann zeige ich euch auch mal kurz. Das ist die kleine Schwester. Die Misa. So, ihr habt es gerade gesehen, Seville hat einfach eine so süße Katze. Was die aber mit seinem eigenen StumbleGuys-Skin zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Und zwar gibt es ja ganz viele verschiedene StumbleGuys-Skins aktuell. Es gibt sogar Skins, die sehen so aus wie Tiere, ne? Die sollen einfach Tiere sein. Und ja, es gibt auch einen Katzen-Skin. Und ich finde, es gibt keinen deutschen StumbleGuys-YouTuber, zu dem der Skin noch besser passt als zu Seville. Weil ich meine, er liebt Katzen und immer wenn ich an Seville denke, denke ich an seine flauschige Katze. Deswegen finde ich, passt dieser Skin einfach so gut zu Seville. Aber warte mal, stopp, Leute, warte mal, der hat wirklich einen Skin. Schau, Leute, wie ihr seht, hat Denix auch ein Video dazu gemacht, der hat den selber erstellt und das ist der Seville-Skin. Also, das ist wirklich der Seville-Skin, das hat er ja nicht ins Video gepackt. Wollte ich so sagen, das Video hat auch nicht viele Klicks. Könnt ihr auch abchecken, ist auch in der Beschreibung. Auf jeden Fall, so sieht der Seville-Skin aus. Boah, sieht schon heftig aus, ne? Boah. Findet ihr auch, dass der Katzenskin in StumbleGuys zu Seville passt? Lasst es mich jetzt in den Kommentaren wissen. Auf dem dritten Platz haben wir den besten Freund von Seville und iCrimex und zwar StandardSkill. Oh, StandardSkill. StandardSkill ist auch meiner Meinung nach einfach einer der besten StumbleGuys-YouTuber aktuell in ganz Deutschland, weil seine Videos einfach so unterhaltsam sind. StandardSkill hat ja ein bisschen zugenommen, ich denke, das wissen wir alle, aber damals hat er auf jeden Fall eine richtig krasse Form gehabt und die sah so aus. Also er hatte wirklich Sixpack und war richtig durchtrainiert. Das lag halt daran, dass er einfach gefühlt jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen ist.
Und jetzt durch seinen Beruf als YouTuber sitzt er halt einfach sehr, sehr lange und oft vorm PC. Auf jeden Fall macht er seit einiger Zeit wieder aktiv Sport. Und er hat ja vor kurzem, sage ich mal, naja, das ist ja jetzt auch schon ein paar Monate her, da hat er auf jeden Fall einen Boxkampf gemacht. Ah, wer kennt den, Leute, wer kennt den? Ich denke, da könnt ihr euch auch noch alle dran erinnern. Für diejenigen, die sich nicht dran erinnern können, für die blende ich euch jetzt einfach mal einen Clip ein. Direkt. Oha. Der hat ja rasiert, Leute. Komplett rasiert hat der. Da war er weg. Er ist halt viel, er war halt unnormal schnell auch, ne? Das sind 20 Kilo, Leute, das merkt man schon. Und ich habe leider immer nur meist die linke durchbekommen und die rechte, die... Okay, Leute, halt okay. Linke war. Hat er durchbekommen. Okay. Aber er hat halt immer diese eine Seite so offen gehabt, Bro, und da konnte ich immer so rein donnern. Das ist schon... Eine Maschine, Digga, Maschine, Leute, ne? Oha. Das ist natürlich kein schönes Boxen, aber ich sag euch ehrlich, Leute, ich hab mir auch was ganz anderes vorgenommen, technisch mäßig so. Aber wenn ihr da im Ring steht, Bro, ihr wisst einfach nichts mehr. Das ist so, das ist wirklich... Der ist safe, Leute, ne? Sparring und so. Sparring sieht mal ganz cool vielleicht aus, aber im Ring, man weiß auf einmal nichts, aber man denkt, man hat doch die Boxen gemacht. So ein Ding ist das. Safe, es ist so, ist so. Aber ich... Ich würde auch aber irgendwo hinboxen, Digga. Shape noch, Leute. 50 Kilo nochmal runter und dann... Krass. Aber war schon auf dem Nummernkampf. Ich habe nicht nur gegen Leon Mascher gekämpft, sondern auch mal gegen Dave Knight und das zeige ich euch jetzt mal. Gegen Dave Knight auch noch? Oha. Oha. Oh, der arme Mann. Der hat ja gar keine Chance. Mach den Kreis mehr, mach den Kreis mehr. Stopp, stopp. Geht's doch, Dave? Was ist denn? Was passiert hier? Der hat ja gar keine Chance. Der arme. Wie soll er das machen? Aus dem Weg, aus dem Weg. Was ist denn? Oha. Oha. Oh. Also ihr merkt schon, Standardskill ist gefühlt ein richtiger Boxer. Und immer wenn ich an Standardskill denke, denke ich immer an seinen Boxkampf, beziehungsweise dass er auch gut boxen kann. Und ja, Freunde, jetzt dürft ihr dreimal raten, welcher Skin in StumbleGuyz zu Standardskill passt. Ich verrate euch einfach mal. Und zwar ist das der Boxer-Skin. Stimmt. Zumindest sieht er so aus. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie der heißt. Ich habe es leider nicht herausgefunden. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne mal runter in die Kommentare. Auf jeden Fall blende ich ihn euch jetzt einfach mal ein. Und der sieht einfach aus wie Standardskill. Yeah. So vom Ding her, dass er Boxer ist und so weiter und so fort. Ich finde auf jeden Fall, der Skin passt richtig gut zu Standard-Skill. Bleibt jetzt aber unbedingt dran, denn gleich wird es richtig eskalieren. Denn wir haben jetzt noch zwei richtig, richtig krasse YouTuber, die ihr auf gar keinen Fall verpassen dürft. Auf Platz 2 haben wir Maxify. Und Maxify hat ja auch Skin? Schon einige Male Vollgeist und StumbleGuyz. Also ist auch ein richtig cooler Gaming-YouTuber auf jeden vielleicht. Fall. Den Dino. Aber aktuell macht der teilweise fast nur noch Real-Life-Content und lädt halt sehr, sehr wenige Gaming-Videos hoch. Was ich ihm auf jeden Fall nicht übel nehme, weil seine Real-Life-Videos sind einfach so lustig. Und zwar hat Maxify sich auch erst ab 1 Million Abonnenten gezeigt und davor wusste halt niemand, wie er aussieht. Er hat sich zwar schon mal so ein bisschen gezeigt, aber man hat nie sein Gesicht gesehen, weil er so eine Art Dino- oder Drachenkostüm anhatte. Ich weiß gar nicht, was das wirklich ist. Auf jeden Fall blende ich euch hier mal einen Clip dazu ein. Das sind beide Onesies, die ich habe. Den rechten trage ich normalerweise, den habe ich jetzt gerade nicht an, sprich, ich bin nackt. Geil, fühle ich. Spaß, ich bin natürlich nicht nackt. So, ihr habt gesehen, er hat so einen grünen Anzug auf jeden Fall an, der aussieht wie so ein Drache oder wie so ein Dinosaurier. Und dieses Kostüm hat er halt eben immer, damit die Leute nicht sehen, wie er aussieht oder wie sein Gesicht halt eben aussieht. Also ich find's richtig cool auf jeden Fall. Maxify hatte ja damals auch einen eigenen Fortnite-Skin. Das Video kann ich euch jetzt einfach mal einblenden und hier oben verlinken, wenn ihr es euch ganz anschauen wollt. Und ich finde, dieser Rex-Skin in Fortnite sieht fast genauso aus wie das grüne Kostüm von Maxify. Ja, safe. Ihr habt gesehen, Maxify hatte auch eine Art Fortnite-Skin, weil das so aussah wie sein Drachenkostüm. Und genauso hat er halt eben auch einen Skin in StumbleGuyz. Und zwar ist das auch wie so eine Art, ja, ich sag mal, Dinosaurier-Skin. Ja, der, genau der, Leute. Ich weiß es gar nicht richtig. Da könnt ihr mir auch mal wieder in den Kommentaren helfen, was das eigentlich genau sein soll. Also für mich sieht das einfach aus wie so ein Drache oder vielleicht doch wie ein Dinosaurier. Ich finde, das passt einfach zu Maxifys altem Kostüm richtig, richtig gut. Und ich finde, das ist einfach der Maxify-Skin für mich in StumbleGuyz. So, wir machen jetzt aber auch mal direkt mit Platz 1 weiter, denn hier haben wir den mit Abstand besten StumbleGuyz-YouTuber aktuell, meiner Meinung nach, in ganz Deutschland. Und zwar, ihr wisst es bestimmt schon alle, Lumex, okay? Lumex hat einfach knapp 400.000 Abonnenten, macht richtig coole StumbleGuyz-Videos und ich gönne ihm den Erfolg von dem ganzen Herzen. Ich verlinke Lumex euch auch in der Videobeschreibung, falls ihr ihn noch nicht kennt, dann könnt ihr ihn gerne anschauen und abchecken, natürlich auch ein Abo dalassen, weil er einfach super coole StumbleGuyz-Videos hochlädt. Und Lumex lädt auch ganz viele verschiedene Sachen auf seinem Kanal hoch. Also ich meine von StumbleGuyz-Videos bis zu Fortnite-Videos oder OmeTV-Videos, also richtig, richtig viele Videos kann man auf seinem Kanal finden. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Lumex hat meiner Meinung nach auch seinen eigenen StumbleGuyz-Skin. Beziehungsweise ich habe mir überlegt,
eigentlich ein, oder? Sieht einfach am meisten aus wie Lumex. Das habe ich mir überlegt und ich bin auf jeden Fall zu einem sehr, sehr guten Ergebnis gekommen. Bevor ich weiter erzähle, abonniert gerne diesen Kanal kostenlos, denn wir sind einfach auf dem Weg zu den 600.000 Abonnenten und dann gibt es ein richtig krasses Gewinnspiel. Auf jeden Fall finde ich von der Hautfarbe, Frisur her und vom Körperbau finde ich, dass einfach dieser Fußballskin oder was das auch immer sein soll, dieser Skin mit diesem Trikot, sieht Lumex einfach am ähnlichsten aus. Chat, das ist der Lumex-Skin. Den hat er ja selber erstellt. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr aktuell, das Video, deswegen. Das ist auf jeden Fall der Lumex-Skin, aber auf jeden Fall haben wir dann mehr gelernt in diesem Video. Zwei neue Skins, die original nachgemacht wurden und die sehen echt gut aus. Mit sogar dem Face dabei. Das T-Shirt sieht echt geil aus, Leute. Fühle ich anders. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like, aktiviert die Glocke, Leute. Und guckt euch jetzt das Video an, was ich in der Mitte verlinkt habe. Lumex hat einfach geweint in Stumble, Guys. Guckt euch das jetzt an. Zu wild. Bye, bye.